Ja, einen wunderschönen guten Tag. Heute der 1. Dezember, also das erste Türchen, fange ich doch an mit meinem Pflegealphabet, mit dem Buchstaben A. Ja, was denkt ihr, warum hat der Irre da jetzt auch noch eine Puppe auf dem Arm, spielt er mit Puppen? Ja, in der generalistischen Pflegeausbildung haben wir tatsächlich von allen Altersstrukturen was dabei, auch kleine Babys. Der Buchstabe A, da ist mir gleich in den Kopf gekommen, die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Warum ist mir die in den Kopf gekommen? Ist ja eigentlich ziemlich langweilig und ziemlich trocken, aber für uns ist das die Bibel, für uns Lehrkräfte, denn daran orientieren wir uns, welche Inhalte letztendlich dann auch vermittelt werden und wie Prüfungen überhaupt ablaufen dürfen nach dem Gesetz. Denn in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung steht eine Menge drin. Und wenn man sich in der Pflegeausbildung befindet, lohnt es sich da immer mal reinzugucken, was die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung so hergibt. Nämlich alle Prüfungen werden da geregelt. Die schriftliche Prüfung, die praktische und aber auch die mündliche Prüfung. Und Inhalte sind da auch mit bei. Ja, morgen geht's weiter mit den nächsten Buchstaben, nämlich das B und das zweite Türchen. Ich wünsche einen wunderschönen Tag und bis dann.